wir sind Luna, Angelika und Tamara. Und wir sind hier heute in Schwarzenbach an der Saale und haben einen spannenden Interview. Partner. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Hallo, ich bin der Martin Ehrenberger aus Schwarzenbach-Saale und ich bin einer von zwei CEOs von der Firma Black River. Wie kamen Sie auf die Idee, die Firma zu gründen? Ah, das war so 1999 rum, da bin ich auf ein Fingerboard gestoßen, auf einen US-Trip. Da war ich zum Snowboarden und Skateboarden in den USA. Und dann habe ich mir so ein kleines Plastik-Fingerboard gekauft. Ja, und dann ein halbes Jahr später habe ich im Internet geschaut, das Internet aufgekommen, habe ich geschaut, ob ich irgendwo professionelles Equipment finde zum Fingerboarden. Und da war nichts weltweit zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine super Sache, da fange ich an, eine Firma zu gründen. Und da habe ich dann 99 angefangen, Black River zu gründen. Und was genau machen Sie hier eigentlich? Also wir machen alles, ich mache meinen Job, ja? Wir machen im Grunde alles, was sich um Fingerboarden dreht. Von Fingerboards, Fingerboardrollen, Fingerboardachsen, Fingerboardrampen, Fingerboardparks. Wir veranstalten die Fingerboard-WM, wir machen Fingerboard-Demos, Fingerboard-Workshops. Alles rund um Fingerboarden sind wir Ansprechpartner. Und wieso genau steht die Firma hier in Schwarzenbach? Ich bin in Schwarzenbach geboren und lebe seit Anfang an hier in Schwarzenbach. Und als wir Kids waren, hatten wir eine Skateboard-Crew. Und Schwarzenbach, wenn man Englisch übersetzt, wäre Black Creek. Creek ist ein Bach. Und wir haben gesagt, dass River sich besser anhört. Und deswegen sind wir auf Black River gekommen. Und Black River heißt im Grunde Schwarzenbach. Wie viele Arbeiter arbeiten meistens an einem Werkstück? An einem Park sind es mal zwei, drei Leute, verschiedene Arbeitsschritte und bei den Fingerboards in etwa auch so. Aber jeder kann es im Grunde einzeln auch machen. Und wie lange dauert das so, also das Ganze an einem Werkstück, wie lange dauert das so? Das kommt drauf an, ob es ein Fingerboard ist, ob es ein Fingerboard-Park ist. Ein Fingerboard-Park zu entwickeln dauert ungefähr also etwa eine Woche, bis wir den Prototyp fertig haben. Und ein Fingerboard komplett zusammenbauen mit allem drum und dran und also die Produktion und allem, würde ich schon fast sagen, 3-4 Stunden steckt da schon drin in so einem Board. Und wie lange gibt es die Firma schon? Wir haben uns gegründet 1999. Okay. Ja, danke, dass wir Sie interviewen durften, das war sehr, sehr nett. Tschüss. Tschüssi. Danke auch. Schönen Tag noch. Danke. Stopp.